Hallo meine Zockerfreunde, hier ist Goku Let's Play, heute mit einem brandneuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar geht es um die App Giants War. Und ich finde die App ziemlich cool und die macht Spaß. Mal was, ne? Schon ein bisschen gezockt die letzten Tage, weil seit Release dabei. Und ja, wollte einfach euch mal meinen Account vorstellen, ein Spiel ein bisschen vorstellen, damit ihr einfach mal seht, was es hier in dem Spiel geht. Also, Spielkonzept. Genau, ihr habt hier verschiedene Ebenen, wie man es glaube ich so kennt aus anderen Games auch schon. Auf der Ebene hier hat man hier verschiedene, man fängt klein an, kann sich hochkämpfen ins nächste Ebene. Hier von der Küstenebene, Frischluftwald, Gebirgstal, Feuerwüste und ich bin jetzt hier gerade beim Geysir-Dschungel. Ganz genau, da komme ich aktuell nicht ganz weiter. Levels sind so ziemlich schwer, also ist nicht so easy einfach durchkämpfen, leveln. Da musst du schon echt eines für tun, damit die Helden stärker werden. Genau, wenn ihr ein paar, sag ich mal, der Gebirge hier freigeschaltet habt, dann kommt ihr irgendwann zum Dungeon. Und da kriegt man noch ein paar extra Points, ja, ein paar bessere Gegenstände und so weiter. Aber kommen wir erstmal zu den Basics. Also, ihr habt hier, ich habe hier schon normal, ihr habt schwere Stufe. Das heißt, schwer bin ich aktuell bei der ersten und zweiten. Ihr seht, dieses Gold, ja, in diesem Spiel gibt es keine Energie, sondern ihr müsst alles mit Gold kaufen. Das heißt, Gold kriegt ihr bei jeder Quest. Wir zocken gleich zusammen eine Runde, zeige ich, was ich genau meine. Aber das erste Spiel, was keine Energie, glaube ich, so verwendet und echt als Gold, als... ja, Energieersatz oder zum Kaufen etc. verwendet. Ich finde es eine coole Idee. Hast auf jeden Fall echt viel zu tun am Tag. Also du kannst echt einen halben Tag mit dem Zocken hier verbringen mit dem Spiel. Aber ich finde es echt cool. So, gehen wir mal zu den Helden, würde ich sagen. So, die natürlich das Wichtigste im Spiel. Genau, ich habe schon ein paar Helden gerollt. Zum Rollen, ihr kriegt pro Gebiet, also im normalen Bereich, bekommt ihr einen Helden for free. Das heißt, hier unten habt ihr euer Teleport, das ist hier, ja, was man so kaufen kann und so weiter. Ich habe mir das Startpaket schon gekauft, einfach so ein bisschen einen Einstieg zu haben. Vielleicht kaufe ich mir das zweite Paket auch noch, das Premium-Startpaket. Gucken wir mal. Ansonsten hier, ihr könnt einen Held freischalten für 1000 Diamanten. Im Spiel selber kriegt ihr viele Diamanten zusammen, muss man sagen. Also echt, ihr macht die Quests, ihr macht die Gebiete und so weiter. Direkt überall, ihr könnt auch so eine Schatzkiste finden. Und da kriegt ihr locker mal flockig ein paar tausend Diamanten zusammen. Ich habe ja vorletzt ein paar Helden gekauft, weil ich brauche mal gute Helden. Ansonsten macht das ja Spiel wenig Sinn. Und wenn ihr jedes normale Gebiet einmal abschließt, dann bekommt ihr einen Helden for free. Ganz genau. Ja, ihr habt natürlich noch verschiedene Optionen, wie man es so kennt. Kristalle kaufen, Gold kann man auch natürlich hier kaufen. Was cool ist, wenn ihr auf 0 seid vom Goldfaktor her und ganz links habt ihr gratis auffüllen. Das heißt, wenn euer Gold leer ist, dann könnt ihr den Button hier drücken und je nach Prozentsatz wird komplett... Beispiel, ihr macht ihn jetzt, drückt den Button und 24 Stunden später ist er wieder voll aufgeladen. Also braucht einen Tag zum vollen Aufladen, könnt ihr aber jederzeit verwenden, sobald euer Gold leer ist. Also vom Goldflow geht's eigentlich im Spiel, man kann es echt gut machen ohne Pay to Win. Genau, habt natürlich noch so schöne Pakete, ich finde es, ja, na klar, so ein bisschen wieder überteuert, ist ja klar, wollen ja ein bisschen Kohle machen und so weiter, das werde ich mir jetzt nicht hier kaufen. Genau, ist für später ein bisschen wichtig, kriegt ihr im Spiel alles selber mit, wenn er das ja alles macht. Genau, hier könnt ihr noch Truhen, die kann man so bei Zwischenbossen finden, da kriegt ihr eine Truhe nach Punktelevel, da kommt eine Armee, die müsst ihr besiegen und je nachdem wie Punkte ihr gemacht habt, bekommt ihr eine Kiste und die könnt ihr alle 4 Stunden einmal freischalten lassen. So, zu den Helden. Genau, ich habe mir schon ein paar hingerollt, wie gesagt. Jeder Held hat seine eigene Fähigkeit, zum Beispiel der beste Wächter, der ist so der Tank, ja, der hat hier einmal dieses Schildzeichen, steht für Tank. Dann habe ich hier nochmal, sag ich mal, einen schönen DPS-Helden hier. Da steht der Bogen da für DPS. Da habe ich noch einen Mage. Das ist so eine Mixtur aus Magie und physischen Schaden. Ich habe so ein kleines Team zusammengestellt. Und den kriegt man von Anfang an hier. Das ist ein Heiler. Ich finde ihn ziemlich cool, der Ork-Schamane. Der heilt das ganze Team echt super hoch. Hat einen guten Support und macht einen guten Job. Und den Helden hier unten, den Maschinenzauberer. Den kriegt man auch gleich zum Start, glaube ich. Also geschenkt. Ich weiß nicht, ob die zufällig sind, die Helden. Ich glaube, man kriegt die drei Helden. Also man kriegt den Maschinenzauberer, den Ork-Schamane und diesen, den Menschenkrieger, kriegt man zum Start. Und den auch noch hier, den Menschen, bei denen, glaube ich, so ein bisschen mit auf die Tour mit, damit man die halt mit einem gutes Team zum Start habt. Genau, ist auch noch ein kleiner Mage, was ich dann ziemlich cool finde, halt die Skills sind echt bei jedem Helden total unterschiedlich. Die könnt ihr leveln und zwar, ihr seht hier, ich habe hier Auto-Skills, normale Skills, aber ich finde den halt ziemlich cool finde. Klar, macht so ein AOE-Damage auf alle und das Gute ist, die können 5 Sekunden
keine Skills verwenden. Und man kennt sich selber, wer so eine Spiele kennt, das Spiel basiert darauf, um welche Skills aufzuwenden, sag ich mal, und die anzuwenden, damit man einfach stärker im Kampf wird. Wenn er 5 Sekunden ist, lange Zeit geblockt wird, ist schon eine crazy Zeit. Also ist schon eine echt OP-Fähigkeit, würde ich einfach so schön sagen. Ja, ansonsten, wenn ihr selber spielerisch runterlädt, einfach mal so ein bisschen gucken, was kann der Held und so weiter. Ich bin hier voll Fan hier von diesen, von der Bestienbogenschütze, der hat echt gute Skills. Ihr könnt hier oben den Button drücken, alle Skills aufleveln mit dem Ether hier. Das heißt, findet ihr auch im Spiel genügend durch Schatztruhen und sag ich mal durch andere Gebiete und so weiter. Und da könnt ihr die einfach aufleveln. Genau, könnt ihr uns den Held einfach mal anschauen. So einfach mal Practice Basics hier. Zum Beispiel Schlangenpfeil. Ja, fügt höchste Akku-Pfeil, das heißt, zieht die Akku ein bisschen auf sich und macht 111% physischen Damage und senkt um 450 EP Abwehr. Also echt perfekt für einen DPSler, ein guter Skill. Haben wir noch da einfach nur, er macht halt Schaden für eine bestimmte Fähigkeit. Und was ich ziemlich cool finde, ist hier Crit-Schaden. Ja, das heißt, Crit-Schaden ist super wichtig. Also die Monster critten jetzt ziemlich oft in diesem Spiel, finde ich persönlich. Und ist einfach super, wenn er da einfach immer schön crittet. Genau. So, ansonsten letztes Skill habe ich leider nicht freigeschaltet, weil ihr müsst die Helden, es läuft hier ein bisschen anders, nicht einfach nur leveln, sondern, pass auf, ihr habt hier Held, Beispiel, er ist mir jetzt 3 Sterne, ihr könnt den schön immer ausrüsten und so weiter. Habe ich gerade ein kleines Beispiel, ich klicke mich kurz mal durch. Hier, ihn zum Beispiel, ja, ihn können wir ausrüsten, das heißt, wir rüsten jetzt einfach mal aus. Plus, zack. Und dann können wir in den Rang aufsteigen. Das heißt, er wird dann stärker, kriegt mehr Basic-Punkte und so weiter, bumm. So, steigt aber nicht der Sternenlevel. Der Sternenlevel ist im Spiel ein bisschen anders. Pass auf, ihr habt hier unten so eine sogenannte Kerne. Die findet ihr im Spiel. Es gibt für jeden Held gibt es halt einen Kern von, ja, 1 bis 2 Sternen, glaube ich, auch noch mehr. Ich habe bisher nur maximal 2 Sterne gefunden. Und ihr seht zum Beispiel hier, das ist hier der Bestienbogenschütze. Beispiel, mein Bestienbogenschütze ist es auf 3 Sterne. Das heißt, ihr müsst den Kern auf 3 Sterne bringen und ihn einfach aufzuleveln und den Rang abzugraden. Das heißt, ich habe hier schon 2 Sterne, bin hier schon unten an 2 Sterne schon am Maximieren. Kannst ja kurz mal einmal vorführen. Ihr klickt auf Aufwerten. Also bei 1 Stern, werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier aufwerte. Die 1 Sterne-Dinger sind bei 2 Sternen 50% Erfolg, dass es einen weiteren Level bekommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen hätte mit 2 Sternen hier zum Beispiel, dann ist es 100%, weil er ist halt drin, weil es auch 2 Sterne sind. So, ich muss den trotz all dem leveln. Ich brauche den einfach. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt den nehmen kann. Also ich würde euch empfehlen, die Kerne zu nehmen, wo ihr noch keine Helden für habt. Ich habe schon alle gesaved, zum Beispiel meinen Heiler hier. Ja, dann hier mein Mage, mein Bestienkrieger. Die habe ich alle so ein bisschen schon mal gesaved und kann man mit so einem Schlüssel blockieren. Und ich werde jetzt einfach kurz mal versuchen, den hier ein bisschen höher zu bekommen. Einfach auf R aufwerten klicken, dann seht ihr das gleich. Ob es Erfolg, versagt, Erfolg. Perfekt. Maximal Level. So, das heißt, jetzt könnte ich den Kern auf einer nächsten Stufe bringen, aber ihr müsst auch den anderen auf ein Maximal Level bringen und dann könnt ihr mit entwickeln, könnt ihr diesen nehmen und dann ist er auf Stufe 3. Und danach könnt ihr den Stufe 3 verwenden, um zum Beispiel jetzt ihn hier aufzuwerten. Er ist ja, ihr habt dann Kern auf 3, er ist auf 3, wird er auch mal auf der nächsten Stufe 4. Und dann selbst schon vorne Kerne sammeln, auf Stufe 4 bringen, beide Maximale und dann jetzt wieder weiter. So läuft das Spiel. Ist also echt ein Geduldsspiel, sag ich mal, ähnlich so wie Summoner's War. Habt ihr auch echt viele Helden und müsst echt, sag ich mal, 4 Farmen und alles zusammenzubekommen. So, genug gelabert, wir gucken uns einfach mal jetzt ein bisschen die Kämpfe an. Hier zum Beispiel meinen Dungeon, den finde ich eigentlich persönlich mit am besten, weil er echt viele Gegenstände findet. Genau, jetzt habt ihr hier verschiedene, sag ich mal, Buttons und verschiedene Felder. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr unten auf den Erkundungsbutton drückt, dann ploppen von 3, 4, 7 bis 8 Felder auf, glaube ich, Maximalbereich und könnt es einfach einsammeln. So, hier oben links, was hier so ein bisschen blinkt, haben wir noch so eine, ja, so eine Tränke, wenn man das möchte. Die kann man sich im Spiel zusammenbauen, dann macht das Team mehr Schaden, man kann mehr Gold finden und so weiter. Ich habe aktuell jetzt nicht so die guten mit dabei, aber nicht schlimm. So, klick aufs Gold und nun wird das Gold dann natürlich einfach mehr. Blub, blub. Und das war's dann. Ganz easy, das Spiel. Genau, klicken wir uns hier einmal durch. So, das ist übrigens ein normales Monster hier. Das heißt, ich habe hier schon mein Team ausgewählt. Ja, meine 5 stärksten Monster. Ich mache nochmal 5 in einen Kampf mit reinbringen bei normalen Monstern, bei Bossen.
kann man noch Unterstützung mit reinholen. Ganz genau. Guck mal, er hatte Kampfverträge von 8.524, ich bin 15.000, also relativ easy. Das heißt, den Kampf ist locker win. Einfach auf den Kämpfe drücken, auf den zwei Schwerter. Und dann geht es los. Genau, ich kämpfe eigentlich so ziemlich automatisch. Man kann jetzt keinen Feind wirklich anvisieren, sondern die kämpfen wirklich automatisch. Ja, deswegen kannst du ja Auto einstellen, den Zweierspeed anmachen und dann kämpfen sie wie von selbst. Genau, seht, wenn ihr die gelbe Leiste mal nach oben ist, dann machen sie ihren nächsten Skill, ne? Also ihren Hauptskill. So, easy win natürlich, GG. So, kriegt man nach jedem immer XP, kriegt einen Gegenstand und immer Äther zum Aufleveln der Skills. Wir konnten da vorne nämlich noch Skills aufleveln hier. Genau. Wird ja immer aufleveln für alle. Ja, bitteschön. Und boom. Wieder ein bisschen stärker geworden. Perfekt. So, nächster. Genau. Und so läuft das Spiel. Das heißt, ihr kämpft euch durch die Monsterwellen. Farmt für Gegenstände, für dass ihr die Helden aufrüsten könnt. Und ihr kriegt auch zufällig mal also so einen Kern geschenkt. Es gibt hier Bosse, wo ihr Kerne droppen könnt. Ganz genau. So läuft das Spiel als Grundprinzip hier ab. Kriegt da wieder XP. Immer Äther mit dazu und nochmal ein Gegenstand. Das ist so der Standard. So, hier seht ihr. Hier ist wie gesagt diese Bestien. Orc versus Bestien. Und ich glaube, meine sind rot gekennzeichnet. Die sind halt nicht so gut. Aber ja, ich kann nichts anderes machen. Ich mache einfach mal einen Kampf. Ihr kriegt halt so eine Kiste. Ihr seht es hier. Bis zu 29 Punkten kriegt ihr Kiste 1. Ab 30 die Kiste 2. Und ich schaffe nicht mal aktuell 8 oder 9 Punkte. Manchmal ist schon crazy. Komm, wir starten einfach mit dem Schwert hier, mal den Kampf. Und da seht ihr das. Die spawnen jetzt ähnlich wie beim, ja, würde ich sagen, beim Tower Defense, so nach und nach. Und ihr müsst halt so viele Monster wirklich einfach töten, damit ihr halt mehr Punkte bekommt. Ja, ich würde sagen, ich habe echt eigentlich schon ein richtig starkes Team, aber die bursten mich ja einfach runter, weil die einfach irgendwann zu viele werden. Brauche ich bestimmt mehr AOE-Damage, ich habe aktuell nicht so die AOE-Helden. Da muss ich noch ein bisschen was machen in der Zukunft. Aber ist ja alles hier ganz frischer Release. Ganz, ganz easy. Genau, ihr seht, wird das hier nach und nach zerfetzt. Tschüss. Und mein Heiler stirbt zuletzt. Das war's. Mal 13 Punkte. Oh Mann, gut. Gut, gut. Aber trotz alledem reicht's nicht mehr aus, als für die erste Kiste. Aber da ich schon 3 Kisten habe, bekomme ich keine weitere. Und von daher kein Problem. So, das heißt, habt ihr alles fertig gemacht. Alles eingesammelt. Immer alle schönen Monster besiegen, mit der Töne ich auch die ganzen Items bekommt. Einfach auf Wiederkunden drücken und dann spawnen nochmal immer dasselbe, immer neue Slots. Es gibt Kisten, es gibt Gold, es gibt Äther, es gibt verschiedene Helden, Bosse und so weiter. Ist immer was anderes. Genau, Kiste ist meistens immer schön was drin. Hier ist zum Beispiel ein Kern drin, Gegenstände, Gold, Äther. Alles, was man so braucht. So, jetzt habe ich hier 2 Bands mit Fasat, das heißt, sind einfach noch zu stark für mich. Ich schaffe die einfach aktuell meinen aktuellen Level noch nicht, deswegen habe ich heute früh schon probiert, ich schaffe die einfach nicht. Den schaffe ich hier easy. Es gibt halt manche Gegner, ich weiß, die sind irgendwie ein bisschen übertrieben in den Levelbereich, aber vielleicht wird es immer noch gepatcht. Oder es wird Absicht so, dass du halt wirklich echt ein super starkes Team brauchst, um die zu schaffen. So, zapp da ab, der ist easy. Und tschüss. Genau, wir machen da schnell mal den Dungeon-Punkt hier zu Ende. Danach gehen wir mal so ein bisschen an unsere Base. Da kann man ein bisschen was bauen. Genau, wieder Äther, Gegenstände, alles da zum Aufleveln. So, das Bein nicht schaffen werde, mache ich hier einmal überspringen. Ja, bitteschön. Und dann geht's weiter. Jetzt sind es eigentlich nur 4 da. Also ist echt jedes Mal unterschiedlich. Ist echt zufällig, was sich hier spawnt. Genau, das sind so Erze oder was. Da kann man sich dann hier einen Helden in den Kampf schicken. Egal welchen, das Level ist völlig egal. Raufklicken. Dass er hält eine halbe Stunde unterwegs, kriegt XP dafür und bekommt nochmal einen kleinen Bonus an Materialien. Genau, das war's schon. Hier unten habt ihr eure Station. Da seht ihr, hey, der braucht eine halbe Stunde und dann ist er wieder da, der Held. Wird immer ein Held nehmen, natürlich nicht braucht. Das heißt, ich habe jetzt auch einen schwachen Held genommen. Das ist völlig egal, welcher Held das ist. Und dann kann er erkunden und was mitbringen. So, nächster Kampf. Gegen Waschbär hier. Guck mal, was da abgeht. Der ist euch ziemlich easy. Also ich habe erstmal in erster Linie habe ich meinen Tank gepusht, meinen Bestienmeister hier. Weil der, wenn der fällt, dann fällt das ganze Team, ne? Also ohne den geht halt nichts. Danach habe ich echt so Fokus gelegt auf meine Damage-Dealer, also hier auf die kleine Ratte und diesen Mechaniker hier. Damit wir erstmal ein Grundteam haben, das hier gut durchringen kann. Das habe ich auch einen Kern zu euch bekommen und den kann man verwenden wieder zum Aufleveln. Also ihr kriegt hier echt Kerne, Gegenstände genug, daran scheitert das nicht.
So, letzter von 13. Oh, Lidatro, sehr schön. Da ist mal schön was drin. Guck mal, richtig viel. Yes, baby. So, mache ich noch schnell einmal die Kampfreihe zu Ende. Und danach schauen wir zusammen mal, ja, sag ich mal, unsere Base an. Ja, da kann man dann, wie man es aus anderen Spielen kennt, drei verschiedene Materialien durch Minen farmen lassen, kann die einsammeln, kann damit komplett richtig viele Skills buffen, also sag ich mal, viele Autobuffs. Ich zeige es gleich mal. Blub, blub. Erstmal die Gegenstände einsammeln. Mal zwei Kämpfe haben wir noch und danach können wir in die Base gehen. Hier unten steht schon Basis, das Gras, was hält. Rote Punkt heißt, hey, da ist was los, da ist was fertig. Oder eine Forschung ist abgeschlossen, das heißt, wird immer informiert. Auch die App gibt komplett Benachrichtigungen aufs Handy. Also, wenn was fertig ist, kriegt ihr sofort Benachrichtigung, hey, die Forschung ist abgeschlossen, ihr dürft wieder ins Spiel reingehen und wieder was Neues forschen. Also, an alles gedacht. Ansonsten, Grafik finde ich Spiel echt witzig gemacht, sieht gut aus, man kann echt damit viel Spaß haben. Es ist nicht langweilig bis jetzt, man hat echt viel zu tun. Und von daher, ich finde es auch cool, die ist echt keine Energie, man muss halt Energie leveln. Oh, die Energie ist voll, nach, sag ich mal, 100 Energie, die ist voll, muss schnell wieder reingehen und spielen. Dann kannst du echt entspannt sein, hey, ich habe noch Gold am Start, ich habe noch Zeit zum Zocken und ganz entspannt. Also ich mal machen würde mit diesen, ihr kriegt doch Gold, wenn ihr kein Gold mehr habt, diesen, einmal diesen Gold Push sozusagen. Wenn ihr auf Null seid, könnt ihr diesen Push nehmen und kriegt ihr ein bisschen mehr Gold. Kriegt ihr einmal am Tag, immer innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, ihr würdet einmal das Gold komplett runterspielen und dann wenigstens einmal den Button am Tag mitnehmen. Ich bin aktuell bei 8000 Gold, ist nicht wenig und habt da einfach ein bisschen mehr Gold. Könnt da ein bisschen mehr machen im Spiel und das Gold kann man echt schnell wegkriegen, sei es Items kaufen oder irgendwelche, ja, Gebirge alle, wenn ihr das kriegt, man sie sehen. So, jetzt sind wir fertig. Dann gehen wir uns irgendwann eine Base, würde ich sagen, auf die Basis hier unten rechts. So, und dann haben wir eine kleine Stadt. So habt ihr drei verschiedene, ja, Stationen. Eine Mine, ein Sägewerk und eine Raffinerie. Ja, das heißt, könnt ihr immer schön einsammeln, wenn ihr wollt, ja. Genau, und ihr könnt halt mit diesen, wie man es so kennt, mit denen verschiedene Forschung machen. Zum Beispiel hier, zeige ich euch mal, hier kann man sich die Kerne erforschen, ja. Das heißt, ihr könnt die aktuellen, was ihr gefarmt habt, hier die Materialien umwandeln in verschiedene Dinge. Zum Beispiel könnt ihr euch Gold umwandeln, eine Stunde 600 Gold. Zweite kann ich noch nicht machen, weil ich da irgendwie was noch für brauche. Die Materialien habe ich noch nicht. Ihr könnt im Äther umwandeln. Ich mache aktuell in Kerne, weil Kerne ist aktuell das Wichtigste im Spiel. Ihr müsst ja alle schnell aufleveln, um die Helden zu pushen. Das heißt, ihr drückt auf Umwandeln, eins hat es belegt. Und der zweite ist auch da. Und das hat hier mit dem Haupthaus zu tun. Wenn es Rathaus Level 6 ist, dann kriegt ihr das halt 1 statt Freistand. Oder ihr könnt natürlich Diamanten verwenden und das Sofa schalten. Ich finde es ziemlich teuer, 2,5k hier für so einen Slot. Aber muss jeder selber wissen. Das heißt, läuft automatisch runter. Wenn ein Slot fertig ist, dann kriegt ihr Benachrichtigung und dann kann man weiter forschen. Genau, das ist zur Stadt. Was noch cool ist, man kann auch wieder, sag ich mal, Raids machen und die ganzen Materialien klauen von Gegner. Dazu aber den Riesenturm. Die kann man auch leveln. Das heißt, das sind eure Verteidiger für die verschiedenen Basen, sag ich mal. Ich level den kurz mal auf, damit ich nichts geklaut bekomme. Perfekt. Genau. So, und ihr habt zu jedem noch so ein Verteidigungszentrum. Das heißt, ihr könnt auch nochmal diese Türme aufleveln. Das heißt, ihr wählt einen Riese aus. Ja. Warte mal, ich gehe mal auf, zum Beispiel auf meine Mine. Da könnt ihr auf den Verteidigungsbutton klicken, Dev-Einstellung. Und da könnt ihr jeden Riesen ein bis drei Türme zuweisen. Und dann ist er halt stärker. Und dann mit diesem Turm kann er besser verteidigen. Ja, und ihr macht, könnt jeden, sag ich mal, jede Mine könnt ihr ein Riesen zuweisen. Und jeweils ein bis drei Türme zuweisen. Genau, so ist der Sinn des Spiels. Und wenn ich jetzt mal raiden will, dann müssen halt die Riesen verteidigen. Und ich habe die alle schon auf Level 5 jetzt gezogen, gerade auf Level 16 ein. Und man kann natürlich noch die ganzen, ja, sag ich mal, die ganzen Türme nochmal upgraden, werde ich jetzt mal machen, bevor die Ressourcen hier gestohlen werden. Grade ich lieber einmal ab. Und dann bin ich happy. Perfekt. So, so sieht's aus. Sehr schön. Genau, das ist eigentlich so allgemein die kleine Stadt. Das heißt, so ein bisschen nebenbei einfach so ein bisschen die, ja, die Materialien ansammeln, ein bisschen was forschen. Von den Forschern kann man gucken. Ja, perfekt. Genau, habt ihr noch in den Forschungslabor für Attacker, für Defender und Unterstützer. Und ihr könnt halt wirklich alles forschen, was es gibt, ja. Von Angriffskraft, DPS, für bestimmte Menschen-Orks nochmal eine Durchstehungsrate erhöhen. Ich habe aktuell mich fest auf Dev und Unterstützung, weil zum Beispiel hier, Tank bekommt DPS
einen Heilbonus. Das heißt, jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er Leben zurück. Und das heißt, wirklich essentiell für einen Tank, einfach immer leben zu bleiben und so viel auszuhalten wie möglich. Deswegen habe ich erstmal das auf Level 4 jetzt gleich gebracht in 10 Stunden, damit er einfach mehr Lebensentzug hat und somit überlebt er einfach länger am Kampf. Ja, und ihr könnt echt vieles hier unterleveln. Das dauert echt manchmal echt lange und ihr habt anscheinend hier viel zu tun, damit alles auf höchste Level ist. Genau, einfach mal ein bisschen durchklicken, ein bisschen was durchlesen dazu, eigentlich ganz easy zu verstehen. Einfach die Materialien farmen, leveln, fertig. So, was haben wir noch? Ich würde jetzt kurz mal wieder gehen in meine kleine Weltkarte hier. Genau, ich bin aktuell bei diesem Gearsite-Dschungel oder bei Schwer bin ich hier bei den anderen zwei Gebieten. Aber ich würde erstmal, ich habe mein Team ein bisschen gelevelt, jetzt einfach hier oben ein bisschen weitermachen und zwar bei diesem Dschungel. Und ihr habt hier noch so einen, ja, so einen Sternemodus, sag ich mal. Hier unten habt ihr, ihr kriegt pro Kampf, bekommt ihr in diesen Goldsack ein Punkt gut geschrieben. Das heißt, Fieberstern heißt es ganz genau. Und wenn ihr 2500 Fiebersterne habt, dann bekommt ihr halt so einen Bonus, dann droppen mehr Gegenstände, es droppen bessere Küsten und die sind teilweise mit weniger Gold zu erkunden, die ganzen neuen Ebenen sozusagen. Und die Fiebersterne, ihr könnt dann, gibt es so einen Button, da sind 5 Sterne, ihr könnt aber immer wieder, wenn ihr neu erkundet, wieder neue Sterne finden. Und wenn die Sterne auf 0 sind, dann geht es wieder nach vorne los. Ich finde es ziemlich viel, aber ist okay, kann man mit leben. Genau, ich versuche hier mal hier das ein bisschen abzuschließen. Genau, einfach wieder einen Helden auswählen, einmal kurz eine Minute dauert es hier ganz easy peasy. Und kämpfe ich kurz einmal durch und dann geht's weiter. Genau. Ja, das ist so viel zu Giants War. Das heißt, ich finde es im Allgemeinen cool gelungen. Gute Grafik, viele Möglichkeiten, die Helden zu leveln. Es gibt viele verschiedene Helden aktuell. Und ja, kann man echt die Teams gut aufstellen. Ich würde sagen, ich mache noch weitere Videos in den nächsten kommenden Tagen und Wochen. Werde meine Account-Weiterentwicklung hier gerne bei YouTube nochmal vorstellen. Und bitte einfach auf dem neuesten Stand bleiben, für Events und so weiter, werde ich das Spiel ein bisschen supporten. Und werde weitere Videos in meinen YouTube-Channel hochladen. Alright, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, ein Abo dazu lassen und die Glocke anzumachen, damit ihr kein Video von mir mehr verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wenn ihr Fragen zu Giants War habt, schickt mir eine Mail, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommi und helfe gern weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Goku Let's Play.